Der Mitch war im Knast gewesen. In dem Bus gab es da eine Passkontrolle. Ein Schock gewesen für mich so. Sind solche Wohnungen wie deine bezahlbar? Jetzt gerade kommen die Tranquilo-Vibes wieder. Und mir gefällt es vor allen Dingen auch, wenn ich rausgehe, dass ich dann halt auch vor Augen habe, in welchem Land ich gerade bin so. Und nicht, dass ich denke, dass ich irgendwo in Amerika bin, weil da nur Amis rumschreien und Party machen und so ein Shit, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht, zu zweit aus dem Club und ich. Yeah, yeah, yeah. Was geht ab, Digga? Teststream, Bruder. Internet testen, Digga. Location testen. Neue Wohnung ist da. Was geht? Twitch, Community, Digga. Seid ihr noch down oder was? Hast du Finale geguckt? Mit deinem italienischen Kumpel. Mein italienischer Kumpel. Mein italienischer Kumpel war zu dem Zeitpunkt, wo Italien quasi gewonnen hat, im Knast, Digga. Das habe ich ja schon so ein bisschen angeteased. Der Mitch war im Knast gewesen. Der war länger als 6 Monate hier in Mexiko und hat seinen Stempel fälschen lassen. Und das hat die Bullerei dann. Also der war dann auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen Kollegen hier gehabt, Mitch, was heißt gehabt, der ist ja immer noch da in Anführungszeichen, der ist jetzt gerade in einem anderen Land. Auf jeden Fall, mit dem habe ich ja auch ab und zu Videoblogs gemacht, Musik gemacht etc. Und dem ist was Blödes passiert. Der ist eines Tages nach Playa del Carmen gefahren, um seine Dreadlocks neu zu machen. In dem Bus gab es da eine Passkontrolle. Die Leute haben mir hier gesagt, dass das wohl öfters passiert. Mir ist es jetzt persönlich noch nie passiert, dass ich nach meinem Passport gefragt wurde. Ich habe den auch eigentlich nie dabei. Ich habe immer nur meine ID dabei, also meinen deutschen Pass quasi. Und ist er in den Bus gefahren, haben die eine Passkontrolle gemacht und der Brother hat den Pass fälschen lassen, in Anführungszeichen. Das war kein falscher Stempel, aber hat den Pass jemandem gegeben und das kannst du hier machen. Da bezahlst du dann paar hundert Pesos und dann bringt er den Pass an den Flughafen und dann ist da ein Flughafenmitarbeiter, der den dann einmal stempelt für dich so. Als ob du ein- und ausgereist wärst so. Aber die Bullen haben das irgendwie gecheckt, weil die eine Abfrage gemacht haben. Also die haben jetzt, hätten die nur den Pass kontrolliert, dann wäre alles cool gewesen. Aber die haben dann eine Abfrage gemacht, haben dann irgendwie gefragt, ob der Brother im System ist und der war nicht im System, Digga. So. Auf das Ding haben die den dann einfach in Handschellen und weg. So in die Immigration nach Playa del Carmen. Dann hat mir seine Freundin geschrieben, ey Leon, Mitch ist gerade Immigration Playa del Carmen. Und ich war an dem Tag zufällig in Playa, weil ich wieder mal was bei Zara umtauschen musste. Und dann bin ich da hingefahren. So, bin ich hingefahren mit einem Taxi, natürlich. Ausgestiegen, geklopft, Ding war zu. Ich so, scheiße, Digga, wie zu? Da saßen aber noch zwei Jungs drin. Ich klopf, die sagen, verpiss dich. Ich sag, nee, Bruder, ich will nur wissen, der eine Kollege, was ist mit dem passiert? Wo ist der? Ist der hier im Knast? Wo ist der jetzt gerade? Dann haben die aufgemacht und dann haben die mir gesagt, dass die den nach Cancun gebracht haben. Ich denke so, ach du Scheiße, Alter. Also die haben den von Playa del Carmen dann in die Immigration nach Cancun gebracht und da haben die den dann in das Gefängnis da reingesteckt so und haben dem gesagt, Bro, du musst jetzt hier erstmal einen Monat bleiben. So, die Freundin hat mir dann gesagt so, ey, die haben gesagt, der muss einen Monat da bleiben und ich denke mir so, ach du Scheiße, Digga, ernsthaft und so und dann haben die den aber dann doch nach 5 Tagen gehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob der bezahlt hat, wie viel er bezahlt hat, ich weiß aber, wie die hier drauf sind und die sind immer gerne dabei, dir schnell Angst zu machen, ja, also die sagen dir auch, wenn die dich irgendwo erwischen oder so, wenn du irgendwas machst, was nicht legal ist, dann sagen die dir als erstes, Bruder, du musst in den Knast, damit du so viel Angst wie möglich bekommst und dann so viel Geld wie möglich auch bereit bist abzudrücken quasi so. Ja, die haben den dann gehen lassen und dann ist er nach, Digga, ich vergesse immer den Namen von dem Land, wo der Cousin ist, Bro. Guatemala, Bruder. Guatemala. Ganz genau, Daddy. Ich küsse dein Herz. Ja, Digga, jetzt ist er in Guatemala mit seiner Freundin ein paar Tage und dann kommt er wieder back. Also zu mir hat er gesagt, er kommt in der Woche ungefähr wieder back. Ich bin mal gespannt, wenn er zurück ist. Dann hole ich ihn vielleicht auch mal hier ins Stream rein, dann soll er mal die Geschichte erzählen, auch wie es da war im Knast und so, Digga. Also es war jetzt kein richtiger Knast, war Immigration halt. Da gibt es wahrscheinlich so irgendwie 1, 2, 3 Zellen, so U-Haft-mäßig so halt einfach, weißt du? Ja, Digga, aber es ist auf jeden Fall ein Schock gewesen für mich so.
ich kenne Mitch auch. Mitch und ich, wir haben so ein paar Ähnlichkeiten. Und Mitch ist auch ein nervöser Dude, so, der ist auch sehr hektisch nervös. Und wenn dann irgendwas passiert, was gerade nicht nice ist, dann geht er auch mal schnell so an die Decke oder seine Emotionen drehen dann durch und so. Und deswegen habe ich mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht. So, der tat mir auch leid, weil ich konnte mich so ein bisschen in seine Lage reinversetzen, so, weißt du. Und ich hätte auf jeden Fall keinen Bock darauf, Bruder. Okay, die Cam geht manchmal an aus. Das liegt an dem Kabel. Das muss ich nochmal irgendwie optimieren oder vielleicht neu kaufen. Aber ansonsten scheint es hier stabil durchzulaufen, Freunde. Schreibt mal kurz in den Chat rein. Schreibt mal bitte kurz in den Chat rein, wie die Qualität ist und ob das hängt oder ob alles nice ist. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal ein Video an. Dann schauen wir mal, Digga. Ich glaube, wir sind hier nicht schlecht aufgehoben. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, stabiler als vorher. Was bedeutet das Tattoo an deinem Hals? Das ist eine afrikanische Language, eine afrikanische Sprache. Und es bedeutet so viel wie, ich fürchte nichts außer Gott. Nur die Cam-Aussetzer, ja. Ja, die Cam-Aussetzer, das liegt an dem Scheißkabel hier. Aber das ist jetzt hier gerade eher alles noch so relativ provisorisch drin gerichtet, so. Deswegen, verzeiht mir die ein oder andere Macke, aber ich glaube, das sollte hier stabil durchlaufen. Vielleicht hänge ich hier auch nochmal was Schönes hin, so. Fürs Ambient, fürs Feng Shui, weißt du, wie ich meine? Sind solche Wohnungen wie deine bezahlbar? Also die Wohnung, die ich jetzt hier gerade habe, die ist sehr, sehr bezahlbar. Ist deutlich günstiger als die letzte Wohnung. Und die ist halt auch so Mexican-Style, weißt du, wie ich meine? So, man hat jetzt hier keinen Luxus oder so. Man hat hier auch keinen Security vorne dran oder so ein Scheiß. Man geht hier raus und hier hast du auch direkt gegenüber Mexikaner am Leben und so. Also der ganze Vibe hier ist definitiv cooler so, ist geiler. Wenig, also ich mag das sowieso nicht, Luxus und so, Digga. Okay, so für Urlaub oder für Wochen mal so ist geil, so, aber zum Leben, ich weiß nicht, Bro. Mir gefällt es auch, so ein Mittelding einfach, weißt du, wie ich meine so? Und mir gefällt es vor allen Dingen auch, wenn ich rausgehe, dass ich dann halt auch vor Augen habe, in welchem Land ich gerade bin, so. Und nicht, dass ich denke, dass ich irgendwo in Amerika bin, weil da nur Amis rumschreien und Party machen und so ein Shit, Digga. Weißt du, wie ich meine, so? Also ich muss sagen, ich fühle mich in der Gegend hier definitiv wohler, in der Wohnung wohler. Ich habe einen ganz anderen Gemütszustand auch so. Irgendwie bin ich ruhiger und ausgeglichener, Digga. In der anderen Wohnung war ja sowieso dann auch mit dem ganzen Scheiß-Construction-Stress und so, Digga. Päh. Päh. Also da musste ich mich auch erstmal von erholen. So. Yeah. Ja, voll ungewohnt bestimmt, diese Baustellengeräusche nicht mehr zu haben. Safe, Digga. Nicht, dass du dich daran gewöhnt hast. Bro, ich sag dir es, wie es ist. Die ersten ein, zwei Tage, so jetzt gerade, kommen die Tranquilo-Vibes wieder, diese entspannten Vibes. Auch wenn ich, Digga, das hat so viel ausgemacht, auch wenn ich rausgehe, so, ne? Auch wenn ich mit Leuten, also wenn ich jetzt rausgehe, zum Beispiel ins Gym, ich connecte jetzt auch wieder mit Leuten so. Weißt du, wie ich meine so? Also ich connecte jetzt wieder, ich habe wieder positivere Vibes bei den Leuten und so ein Shit, Digga. Und vorher, ich war abgefuckt, Bro. Ich war abgefuckt, Bro. Gönn ich dir, Alter. Hab auch vor, nach Amerika, Südamerika auszuwandern. Deutschland bockt nicht mehr. Drecks-Covid. Ich küsse dein Herz.